Stop! Don't you recognize Schultz? Fiora! Sie erkennt niemanden, Leute. Wir kommen zurück. Don't you remember us at all? It's no use. Everyone, it's time to retreat. Got it. Understood. Move, Schultz! Shit, scheiße. Was auch immer sie mit dir gemacht haben, es ist nicht gut. So will ich gar nicht festhalten. Wow. Die leuchten aber ganz schön. Mann, ist die gerade aggro. Ich hatte es befürchtet. Zum Glück habe ich hier alle einzigartigen Gegner besiegt, dass ich nichts mehr in der Festung Galahad machen muss. Aber ich hoffe, ich komme danach noch ins Schwert, weil sonst habe ich ein Problem. Aber ich glaube, spätestens jetzt ist klar, wir kommen hier zu gewissen Orten nicht mehr. Fiora! Try and remember! It's us! I pity you. Oh, das ist dieser Boss. I doubt you would ever have made it this far. Ja, und ohne deinen Anzug, du bestimmt auch nicht, du Mongo. Apocrypha. Activate. Apokryphen? So wie jetzt bei der Bibelexegese, oder? Wow. Hey, what's going on? What's happened to the Monado? Scheiße. Okay. Schulk. Wait here. Jetzt können wir keinen Schaden mehr machen, oder was? Oh, doch. Schön, Wayne. Fiora! Stop this right now! How could you? Schulk came here to save you! Ah, sie wird nachdenklich. Do you hear me, Fiora? Da spricht der Bruder. Jetzt scheint es langsam endlich bei ihr zu funktionieren. Fiora! Fiora! Or whoever you are! Please, run! The machine is not under my control! Sie, das ist Fiora! Sie erinnert sich! Is it him? Most surprising. I admit, I never expected such resistance to becoming a fate. Alter, die sind so gesichtsbesessen, die hängen bestimmt nur auf Facebook rum. Fiora, what have you done to her? From the moment of their creation, all Mekon are mine to control. Should a passenger defy me, I force it to obey. Why make Homs into Mekon? Why are you making them attack Bionic? Sieht aber krass aus, wie ein Super Saiyajin. If you wish to know, you have only to submit yourself to me. All will become clear when you attack Bionis with a new body born of Mekonis. Never! Als ob! Never submit to you! Forget about him. We have to get out of here. But what about Fiora? If we die here today, she will be... She will be lost forever. Choose. I have rendered the Monado useless. Ich weiß nicht wie. Of victory or escape. You chunk of scrap. So it was you who did that to the Monado. The Monado is a tool that regulates the waves of the very ether from which the world is formed. Therefore, it can be counteracted simply by releasing opposing waves. Ach so? Warum hast du denn überhaupt Schiss davor, du Mo? Hand over the Monado. After all, it is no longer of use to you. Never! If the Monado really is powerless, then why would you want it for yourself? Eben. I'll never give it to you. Never! Then make your choice. Be crushed by my fist, or slain by your old friend.
Oh Gott. Ist es jetzt eigentlich Fiora oder ist es dieser andere, der man... die manipuliert wurde? Tief in der Festung. Ich will sie nicht angreifen. Über den... Okay, ich greife sie doch an. Das geht nicht anders. Komm, der andere ist geisteskrank. Achso, ich kann das Monade ja nicht einsetzen. Stimmt ja. Dadurch mache ich exakt 0 Schaden. Das ist sehr beschissen, dass ich Monade nicht einsetzen kann. Aber weißt du was? Ich gehe auf diesen Goldgesicht-Spacken. Das ist der eigentliche Spaß. Nicht Fiora. Der ist derjenige, der euch aufs Maul kriegt, ja? Damit das mal klar ist. Du wirst für das bezahlen, was du angerichtet hast. Und irgendwie... Nein, das ist Goat wirklich nicht well. Ich kann mich nämlich nicht bewegen, danke. Und hier ist noch jemand, der mich aufheitert. Ich kann doch lieber zu Schala wechseln, der hat mir noch lieber die Option gegeben. Was ich übrigens sehr assi finde. Das ist gar nicht, wie ich hier kämpfen soll. Weil, den kann ich bestimmt nicht besiegen auf sein Level 60. Zumal ich der Einzige bin, der Schaden machen kann. Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich ihm eine bestimmte Prozentzahl abziehen muss, ehe der Screen weitergeht, wie man das ja öfters kennt. Aber... Oder man muss verlieren. Das ist auch eine Option, mit der ich jetzt nicht gerechnet hätte. Aber okay. Wow. I cannot allow this. That boy is at risk. Shulk, don't let him die. Help Shulk. Help them. Who are you? This is the end. Jetzt kommt es, Fiora. Heir to the Monado. Whoever you are, please lend me your strength. Nice! Ja, weil du ein Arschloch bist vielleicht! Zuhälter! Das ist... Auf den passten Zuhälter echt am besten. Spaß. No matter how much you yearn for revenge, I will not permit you to have your way. Jawohl! Yes! We're back in business, baby! Und du wirst jetzt auf die Fresse kriegen, du Spaß. Please, survive. Will you die for them? Gegeben! What is this? Das nennt man Liebe, du Schrotthaufen! Oh Gott. Hier zerbricht absolut alles. Ach du Schande. Mann, oh Mann, what the fuck? Scheiße. Ich glaube, ich habe damit richtig gelingen, dass ich das nicht mehr betreten kann. Ja, dann beneidig, solltest du auch mithelfen. Nein! Nein! Junge, das ist keine gute Idee. Du kannst nicht fliegen. Oh Gott. Und was hier abgeht, ist... Wow. No, that is not possible. It cannot be.
Tja. Wahnsinniger Schrotthaufen, du. Der hat echt nicht mal eine Lutten an der Nadel gehabt, ey. Ah, hier, unsere Vereinigten Streitkräfte. The fortress has collapsed. What of Melia and Shulk? The observation was based solely on long-range intelligence. We cannot be any more specific. You don't need to worry about them. Dixon chillt da immer noch rum. Was hat er vor? Take it easy. I've got a pretty good idea where they are. If you're gonna attack, you better do it now. Their fortress ain't completely destroyed. Or do we just sit here and wait to die? Das wäre eine schlechte Option. Shall I perform the divination ritual now? Forgive me, Seer. That will not be necessary. From now on, we will seize our destiny with our own hands. We don't need to see the future. The Mekon forces are on their way. No doubt about it. I like the look in your eye there, lad. It's time. This is war. Ach du Scheiße. Ja, jetzt geht's ab. Ich werde das hier zum Speichern benutzen, da ich in dem anderen 13 Minuten weiter bin immerhin. Zukünftig, weil ich nicht weiß, wie es jetzt genau weitergeht. Aber eins weiß ich, was hier abgeht, ist absolut krass derzeit. Aber das gefällt mir. Endlich mal richtig viel Story und... Oh, das ist... Colony 9 genau am Anfang, genau. Wo er da gechillt hat. Oh ne, doch nicht. I reached out for a piece of scrap metal. And then I fell. Into the ground. Das ist ein gruseliger Traum. Und ich hatte auch mal so welche. Ja, so drüben können schon sehr große Angst machen. Oder ein sehr für uns. Moment. Ein Strand? Was I? Ein Strand? Was I dreaming? Ja, sieht so aus. Vera! Moment, ich muss jetzt nicht mit ihm alleine jetzt hier durchkämpfen, oder? What's that? Moment, wir sind nicht mehr auf Bionis? Es sieht nämlich gerade so aus, wenn ich den da im Hintergrund sehe. Oder? Ja, wir haben jetzt die epische Auswahl zwischen Schalk, 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 Schalk und Schalk. Gefallener Arm. Und das soll ich jetzt alles machen? Ohne einen einzigen mit mir in der Gruppe. Ich kann nicht mal zurück zum Questen. Oder? Kann ich zurück? Wenn ich bezweifle es mal. Ich meine, das hier ist jetzt eh alles am Arsch, aber. Nehmen wir mal den Berg Valak. Der ist auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall noch stehen. Ja, dann haben wir aber keine Wahl, als weiterzumachen. Haben nie gesprochen, kann ich mal aktivieren, hier gibt es ja einen Haufen. Aber mit mir selbst kann, wie gesagt, nur Cristiano Ronaldo ein Harmoniegespräch führen. Also. Und jetzt stand er genauso da wie besagt. Oh mein Gott. Egal. Oh, aber Fiora. Fiora. Oh, es ist rührend, wie er sich um sie kümmert. Fiora! She's still
breathing. Was ist das? Ist das irgendwie ein Befehlsgürtel oder so? Ja, ich würde auch mal nicht so viel dran rumspielen. Vielleicht ist das ihr Herz oder irgendwas. Wake up. Come on. Wake up. She needs water. Wow. Also hier überschlagen sich gerade die Ereignisse. Ich werde jetzt kurz gucken, wie viel Zeit ich überhaupt noch in dem Video habe. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Du musst ihr irgendwie helfen. Was im Silbergesicht? Bringt vielleicht das was. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal anschauen, wie viel Zeit ich noch habe. Dann sehen wir es vielleicht gleich. Erstmal halte ich gerade sehr gut, den Part zu beenden. Deswegen werde ich das jetzt machen. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Und das nächste Mal machen wir dann hier weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.